Hi Leute, wir sind hier auf dem Bundesparteitag der Linken, diesmal im wunderschönen Leipzig. Wir werden wieder für euch einige Eindrücke einsammeln, mit einigen Genossinnen und Genossen sprechen. Wir haben uns diesmal was anderes ausgedacht. Wir haben euch diesmal aufgefordert, uns ein paar Fragen zukommen zu lassen, die ihr auch fleißig gesendet habt. Wir haben die hier auf den Karteikarten aufgeschrieben, ein bisschen durcheinander. Wir werden einige Genossinnen und Genossen auffordern, Karten zu ziehen, heißt zufällig Fragen gestellt zu bekommen. Viel Spaß bei dem Video. Karin, hallo. Du darfst als erstes eine dieser Karten ziehen. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Wer weiß, was ich jetzt hier beantworten muss. Ich stelle dir mal. Gut, die erste Frage ist im Thema Soziales. Die kam von Vanessa. Ich möchte gern von den Politikern wissen, wie genau sie Familien unterstützen wollen. Denn beispielsweise Kindergartenplätze sind rar. Wie sieht es aus mit mehr Geld für im sozialen Bereich? Kinder und Jugendliche leben zu oft am Armutslimit oder darunter. Ich denke, es ist ein ganz wichtiges Thema. In Deutschland leben unglaublich viele in Kinderarmut. Ich finde, das ist eine Schande für ein reiches Land. Und deswegen finden wir es auch total ungerecht, wie derzeit Familien gefordert werden. Im Moment ist es so, je mehr man verdient, desto mehr bekommt man eigentlich Zuschüsse über den Staat, weil die Geringverdiener bekommen Kindergeld. Das wird sogar noch auf Hartz IV angerechnet. Und wer denn mehr verdient, der kann einen Kinderfreibetrag geltend machen im Steuerrecht. Das heißt, wer mehr verdient, bekommt sogar dann am Ende des Tages mehr Zuschüsse vom Staat. Das muss natürlich umgekehrt werden. Wir sagen, jedes Kind muss dem Staat das gleiche wert sein. Deswegen wollen wir eine Kindergrundsicherung. Und die darf dann natürlich nicht auf Hartz IV angerechnet werden. Das muss ja selbstverständlich sein. Danke. Die zweite Frage bezieht sich auf das Thema Frieden. Die kam von Manuel, unserem Kameramann. Ja. In letzter Zeit vermehren sich Berichte über Militärkonvois der NATO Richtung russische Grenze. Mhm. Müssen wir einen bevorstehenden bewaffneten Konflikt befürchten? Plus interveniert die BRD noch, oder ist sie noch souverän, besser gesagt, weil die NATO ja hier ihre Fahrzeuge Richtung russische Grenze transportiert? Also das ist jedenfalls eine ganz besorgniserregende Entwicklung, die da stattfindet. Ich halte es für völlig falsch, dass die NATO sozusagen gegen Russland diesen Kurs fährt, der Provokation. Wir wollen eine Entspannungspolitik mit Russland und deswegen halten wir es auch falsch, dass dort quasi in Osteuropa aufgerüstet wird. Und ich finde nicht, dass diese Konvois durch Deutschland rollen sollen. Das thematisieren wir übrigens als Linke in den Parlamenten, aber auch in den Landesverbänden. Ein wichtiges Thema, an dem müssen wir dranbleiben. Und wie möchten wir dagegen vorgehen, gegen die NATO in Anführungsstrichen? Naja, wir wollen ja eigentlich die NATO überwinden und ersetzen durch ein Sicherheitssystem, was Russland einschließt. Jetzt kommt es erstmal darauf an, dass wir diese Expansionspolitik und diese Aggressionspolitik der NATO beenden. Und daran beteiligt sich die Bundesrepublik, daran beteiligt sich Frau von der Leyen als Verteidigungsministerin und das muss endlich aufhören. Danke dir, Karin. Sehr gerne. Vielen Dank. Hi Jan, danke, dass du dir Zeit nimmst. Du darfst als Zweiter ziehen, sind noch drei Karteikarten übrig. Na, dann nehmen wir doch mal die Mitte. Dann lese ich die mal vor. Ja. Erstes Thema ist Gewalt und wurde von Matthias gestellt. Wird die Linke sich auch mal öffentlich von gewaltbereiten und tätigen Linksaktiven in Bezug auf Sach-, Personenschäden distanzieren und erklären, dass die Gewalt lediglich das letzte Mittel des Staates sein soll und darf? Mein Problem dabei ist der Begriff der Gewalt. Weißt du, wenn wir beide uns nachts in einer kleinen Gasse einer Frau in den Weg stellen, ist das totale verachtenswürdige Gewalt. Wenn wir beide uns auf die Schienen setzen und den Castor blockieren, finde ich das richtig. Das heißt, es gibt Dinge, die sind wahrscheinlich in irgendeiner Kategorie, moralisch, juristisch, wie auch immer, Gewalt. Ich finde sie aber trotzdem richtig, in bestimmten Situationen. Deswegen finde ich diese allgemeine Gewaltdistanzierung falsch. Was ich sagen kann ist, und das haben wir ja bei G20 im letzten Jahr gesagt, wir wollen, dass von uns, von den Demonstranten, von den Fortschrittlichen, keine Gewalt gegen Dinge oder Menschen ausgeht, nur weil sie Banken sind oder Polizisten. Das kann man sagen, aber so allgemein geht das nicht. Ich wollte eigentlich nachhaken wegen den Zweifeln, aber das hast du ja selber jetzt gemacht. Ja. Das zweite Thema ist Inklusion. Wurde gestellt von Herma Erner. Interessanter Name. Ich hoffe, dass die Linken mehr für unsere Rechte, für uns behinderte Menschen tut. Wir werden überhaupt nirgends vertreten. Wir haben auch Rechte und Bedürfnisse. Meine Frage dazu wäre, zum Beispiel, wie wollen wir Beschäftigte in Behindertenwerkstatt unterstützen, auch gegen kirchliche Träger?
Ja, da haben wir uns auch immer engagiert. Es gab ja über viele Jahre das große Problem, dass die Rechte von Arbeitnehmerinnen bei kirchlichen Trägern eingeschränkter waren im Vergleich zu anderen Häusern. Da hat sich einiges getan. Da haben wir uns ganz klar auf die Seite der Beschäftigten gestellt. Und ansonsten ist das Thema Inklusion eins, das habe ich regelmäßig zu Hause bei mir am Küchentisch. Meine Tochter hat Krankenschwester gelernt. Die arbeitet in der Pflege mit behinderten, mehrfach behinderten Menschen. Und die kommt immer, was macht ihr Linke? Und gibt mir immer Hausaufgaben mit. Also ich kann euch sagen, das ist gut vertreten. Die Frage hier ist zum Beispiel, dass Sie zum Beispiel in Behindertenwerkstätten ja einen anderen Status haben als Arbeitnehmer. Mhm. Wie steht unsere Partei dazu? Also es ist schon ein sehr spezielles Thema. Vielleicht hast du eine Antwort darauf. Nee, habe ich nicht. Aber es ist trotzdem ehrlich. Ja. Danke dir. Ja.